So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead Space 2. Ja, das ist ja die nächste Folge, die rekonstruiert wird. Naja, nicht rekonstruiert, aber naja, ich muss ja halt jetzt hier nochmal spielen bis zum Ende hin, weil ich habe das ja alles jetzt schon mal gerade eben vor kurzem gespielt. Sondern wir müssen wahrscheinlich hier durch, ne? Zum Sicherheitsschiff Docking Bay, also müssen wir hier lang. Erstmal gucken, was hier noch liegt. So. Das ist ja so ein riesen Andockbereich, ja. Hellere Zukunft, okay. Ja, wir brauchen zwar keine Knoten mehr, aber naja. So. Mal hier gucken, was ist hier noch? Ja, jetzt könnte ich es vielleicht sogar schaffen, ein bisschen kürzer zu schaffen hier, die ganze Sache. Ach, voll. Haben wir wirklich alle Waffen? Ne, haben wir nicht. Okay, jetzt geht's. Ich wollte gerade sagen, haben wir wirklich alle Waffen durchgeladen? Ja, oft ist es halt so, dass wir dann da noch einen Platz kriegen, ne? So. Good things are happening, ja, haha. Sehe ich nicht so. So gut sind die Sachen nicht. So, was haben wir denn hier? Chemistry and Deontology. So, weg damit. So, einmal den ganzen Tisch umdrehen. Welcome home. Na, hier bin ich aber nicht daheim. Aha. Was hast du vor? Lass uns bestimmt hier zurück. Systeme fahren hoch. Okay. Hauptmotoren auftanken bestätigt. Ja. Noch was? Ach, das ist das Schiff. Das ist aber ein kleines Ding. Ja. Von wegen Sicherheitsschiff. Na gut, die Waffen, die sehen hier sehr mächtig aus. So eine Art Gatling-mäßig. So ein Ding hat uns doch mal einmal verfolgt hier. Von diesem Titan Man. Ist es vielleicht das Schiff? Ich weiß es nicht. Schiffssteuerung. Ja, dich retten. Ja, doch, er tut's. Das ist Ihre beste Chance, Ellie. Sie haben Lebenserhaltungssysteme, Kommunikation. Hey, Sie werden gerettet. Sie müssen überleben. Ich konnte Nicole nicht retten. Aber sie kann ich retten, Ellie. Also, leben Sie wohl. Okay. Tja, wärst du doch einfach mitgeflogen, wäre alles vorbei. Aber Bist du jetzt nein. bereit zu reden? Was? Warum? Damit ich dich auch gehen lassen kann? Das geht nicht, Nicole. Ich wollte dich nie gehen lassen. Vieles passiert, das wir beide nie wollten. Nein, werde ich nicht Ich glaube tun. nicht, dass das so gut wäre. Isaac, bitte. Mach Ja, es ganz. versuchen wir ja. Aber es geht, glaube ich, nicht. Ich kann nicht. Ja. Entweder hilft sie uns oder nicht. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber bisher hat sie uns immer irgendwie so ein bisschen abgehalten und so. So war sauer und weiß ich nicht. Okay, dann gehen wir mal weiter. Na, hallo? Klar weiß, endet hier. Ich habe 200 bewaffnete Sicherheitsleute, die jeden Eingang abdecken. Und selbst wenn sie reinkommen, werden sie nicht weit kommen. Naja, und ich würde deine 200 Leute auch töten. Das ist alles kein Problem für mich. So, Shop betreten. Was haben wir denn Neues? Okay. Ja, wenn ich die. Ja. Ich mach mal die kleinen hier weg. Diamant weg. Eigentlich brauchen wir ja auch kein Geld mehr. So. Also ist ja nicht reizlos, aber die Story kann ich euch jetzt wenigstens ja noch zeigen. Also von daher. Also man muss ja immer sagen, Gott sei Dank habe ich eine Lösung gefunden und ja. Womit man das Quäksen noch befriedigen kann, die ganze Sache. Und ja, also,
So. Ich glaube, da verkaufen wir auch noch ein paar. Die hier. So. Fertig. So viel Heilung brauche ich wahrscheinlich gar nicht in meinem ganzen Ding hier jetzt immer. Tick-Tack, das dauert ewig, bis der ankommt hier, der Lift, oder was? So, Earthgas. Ja, aber wenigstens hat er keinen so einen Luftschacht drin. Weil da habe ich immer Schiss, wenn da in einem Fahrstuhl runterkommt. Das ist ja schon mal passiert. Ah, da sind wir schon wieder da. Boah! Grüß Gott! Spucken ist nicht, ja? So, gucken. Aber das waren nicht die einzigen, oder? Was haben wir noch? 14? Hä? Ach, bleib mir bloß weg mit deinem Geschwürdingern. Ah, Hilfe, aua. Ich hab gesagt, bleib mir weg. Ah, Mann, da war ich zu nah. Halt, stopp. Und du auch, stopp. Und du erst recht. Aua. Pam und Pam und Pitzel. So, wow. Ach, da oben. Halt, Schwürzen da. So, Pitzel. Mann, oh Mann, oh Mann, da kommen jetzt alle Gegner, ey. Was ist denn da in die Luft geflogen? So, jetzt können wir wieder alles Mögliche einsammeln. Knatsch. Credits sind immer gut. Können wir mal brauchen. Abfertigung. Halten Sie Papier bereit, bevor Sie Theke treten. Hier, was für eine Theke? Wursttheke oder was für eine Theke? Ja, Check-in. Tja, ich habe keine Papiere. Hat man heutzutage noch Papiere? In der Zukunft hier, das kann ich mir gar nicht vorstellen. So, Wurstwip. Ah, Credits. Sonst noch was? So, du Biest. Ups. Ach, ist das die Exklusivversion oder? Ah, nee, ich hab ja. Spitzel. Ich hab ja das Special drin. Genau, das habe ich bloß bei meinem Eindurchspiel-Dings noch nicht mehr, weil ich keine Werkbank irgendwie mehr gefunden habe zum Schluss. So, irgendwas war da. Oder ich habe es einfach vergessen. Ja, alle Base hier, ja, kannst du vergessen. Ja, wir müssen jetzt hier durch die Abfertigung durch. So. Warte. Oh. Ja, das hat ja sonst. Ja, das hatte die Ellie die ganze Zeit hier gegeben, die Waypoints. Und jetzt gibt es halt keine mehr. So, jetzt müssen wir mal hier. So, hacken. Na. Das hasse ich, wenn das so oft dann blöd macht hier. Das packe ich doch gar nicht. So, puh, das war knapp. Das war. Boah. Das war ja fast nicht mehr vorhanden, das Strichlay. So, und ich habe gedacht, mich stört hier gleich irgendwas. So, weiter geht es. Tür nicht auf, das ist aber schlecht. Zentralsicherheit, okay. Sektor 5. Alle müssen hier durch, okay. Alle Gegenstände, wo hier aufgelistet sind, soll man ja entfernen für die Inspektion. Hä? Warum? Ist mich eingeschlossen, toll. Ich wollte aber wieder raus. Könnt ihr nicht machen. Mit Isaac Clark. So, was gibt's denn hier? Ja, da habe ich total gefailt beim ersten Durchspiel. Nein. Ja. Ja, macht es. Nö, das könntet ihr so gerne haben, ne? Oh, aua, die. Ja. Nö, ich komme nicht. Ich gehe erstmal aufs Klo. Was liegen da für interessante Dinger?
So, erstmal pinkeln gehen. Ah, ja. Ja, wie pinkeln wir jetzt im Anzug, ja. Ja, da habe ich eh versucht, die Leute beim letzten Mal, dann bei den Folgen, die verloren sind, ja, wollte ich die bekämpfen, aber es ging nicht. Ja, man konnte hier einfach durch die Toilette durch hier. Sozusagen durch so einen Serviceabschnitt hier. So, hier rein. Ich heile mich mal kurz. Ich habe ja genug Heilung. Ja, ich habe da alle Heilung aufgebraucht. So, ja, da fummeln sie rum mit den Strahlen. Ja, Pech für euch, ne? So, hier hinten kommen wir erstmal noch nicht raus. Eindringling entdeckt. Ja, die sehen mich hier hinter anscheinend nicht. Security-Protokoll. Okay. Gehen wir mal weiter. So, da ist noch ein Wandschrank. Was ist da? Steuerung der Sicherheitsoperationen. Ja, da muss man einfach nur durch die Toilette und das ist aber primitiv einfach hier hinzukommen. Kann ja jeder hier rumfummeln. Was? Ripperkling? Okay, die nehme ich natürlich mit. So, hier können wir, aha, was wegreißen. Ja, und hier einfach mal einen Stecker ziehen, oder was? Nein, geht's ja nicht mehr, oder? Nö. Hihihi. Viel Spaß, Leute. Sie haben das Gelände aufs Spiel gesetzt. Sie Idioten. Wenn einer davon den Marker erreicht. Rückzug. Zurück zur Markerkammer. Wir müssen sie abriegeln. Okay, die haben Spaß. Darf ich mal irgendwann wieder raus? Okay, perfekt. Es ist ruhig geworden auf einmal. Muss ich jetzt wieder durchs Toilettending durch oder kann ich woanders durch? Ah ne, ich glaube, jetzt können wir hier durch. Harpun ist geladen, okay. Oh ja, mal gucken. Jetzt ist es nicht mehr so schön blau hier. Oh, da ist ja reichlich was los. Da ist alles Mögliche los hier. So, mal gucken. Hallo? Ah, Hilfe, aua. Pfui, geh weg von mir. Hau ab, du. Aua. Hör auf. Blöder Flugsaurier, du. Ja, mach das Ding kalt, genau, reiß den Rüssel ab. Bist du tot? So, hier kriegst du noch von mir. Das will ich gar nicht kommen sehen. So, jetzt gucken wir nochmal raus. Sind noch mehr solche Dinger da? Ja, ich glaube schon. Ich mach mal ein bisschen hier. Ah, grüß Gott. Ja, ich hasse diese Plackviecher, ey. Hilfe! Haben die sich gegenseitig getroffen? Ja, da sind noch mehr solche Viecher. Moment, Bitzel. Und auf Wiedersehen. So. Wer ist das? Ach, wir sind Kofferträger hier. So, pam. Viel Spaß. So. Aber irgendwo gehen noch solche Viecher rum hier, die kleinen da. Oder? Ah, da. Aber die haben irgendwie ein Problem. Die finden mich nicht. So, seid ihr noch da? Ist doch da noch eins, ja. So, rösten. Boah, diese ekligen Plackviecher hier. So. Naja, wir haben keine Harpunen mehr, okay. Also nachladen ist nicht.
Da ist auch noch eins. So, mal durchrüsten. So, das mag ich an der ganzen Waffe irgendwie. So. Wecker, aufstehen. Ja, wir haben Waffen, ist ja klar. So, was ist hier? Okay. Hat der lehnt hier so rum. Hier, Herr, du Igitt, der ist eklig. Den hat's aufgeschlitzt. So, mal gucken, kommen wir jetzt nach Gegner? Ah, ach du schon wieder. Wo willst du hin? Keine Ahnung. Und darum bin ich hier, Isaac. Ah ja, du hilfst mir jetzt, oder was? So, nett, Nicole. Ach, da lang? Okay. Ja, ich weiß nicht, ob man der nachgehen soll, der Spur, die uns hier leitet. Administrationsbereich, da wollte ich hin. Und das hier für ein Körperscan-Teil hier. Ach, da ist auch noch eine Wache. Die hatten überhaupt keine Chance hier gegen die ganze Horde, ja. Tja. Der Witz ist, und ich hab's ja gehabt hier. So, geh mal weg hier. Na, so. Okay. Haut den hier noch. Alles einzeln, was geht. Egal, ob wir es brauchen oder nicht. So. Okay. Dann gehen wir mal hier weiter. Zack. Was haben wir denn hier? Ach so, Untersuchungskammern hier. Please check in. 4, 5, 6 Clients only. Was wollt ihr von mir? Ah, da gibt es Anzüge, okay. Wo müssen wir denn hin? Ah, jetzt haben wir wieder einen Weg. Hier will ich aber erstmal rein. Ach, das ist. Ach, von rechts und links zugänglich. Ah, so verstehe. Ernsthaft? Moment, wer ist denn das? Gilt das vielleicht? Nö, glaub nicht. Der hier? Komm her. Ah ne, der gilt gar nicht. Ich glaub, der war's. Ja. So, Zugriff gewährt. Na, also geht doch, wenn die Technik so blöd ist. Der lebt ja gar nicht mehr. Alisa Labor 1. Eins ist zu uns, eins ist offen. Das hört sich aber nicht toll an. Oh oh. Audiolog? Kennerfeld, Forschungslog 43509. Mir gehen die Formel der letzten Sitzung von Patient 4 nicht aus dem Kopf. Die finale Konfiguration scheint in Reichweite zu sein. Ich könnte sie fast selbst lösen. Interessanterweise sagte ich letztens noch zu Travis, dass es fast erscheint, als Feuer, das wir erkannt haben. So etwas habe ich noch nie gesehen. Sobald wir dieses heuristische Stabilisierungsproblem gelöst haben, sollten wir anfangen können, die Schichten des Markers in den Mineralbädern nachwachsen zu lassen. Mhm. Okay, ja gut, dann würde ich jetzt sagen, wir machen hier mal einen Zwischenstopp. Hier ist mal der Aufnahmestopp. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Euer Legolas. Tschüss.